Hey Leute, willkommen zu meinem allerersten Let's Play Video City Skylines. Ich bin euer Hoshi und ja, ich werde versuchen, alle 25 Kacheln auszubauen. Ja, ich weiß, verrückt, aber es macht einfach so viel Spaß, dieses Game. Und ja, wir fangen auch gleich an. Vorweg möchte ich noch eins sagen, dass ich meine eigene Karte erstellt habe. Also nicht, dass sich jemand wundert, was ist das für eine Map? Keine Ahnung. Ja, ich habe mir einen Plan gemacht, wie und wo ich was anbaue und so weiter. Also ich habe versucht, mich strategisch darauf vorzubereiten, auf diese 25 Kacheln, weil das ja wirklich ein, ja, so ein Mammutprojekt ja schon ist. Und für die Leute, die das Spiel gerade erst für sich ja entdeckt haben, keine Angst, vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen noch Tipps und Tricks eventuell zeigen. Ja, ihr mir vielleicht sogar auch, ja, schreibt es in den Kommentaren. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch einfach mal an. Ja, wir schon Straßen anbauen? Nein, noch nicht. Ich zeige euch kurz mal die Karte. Also, man sieht hier so einen kleinen Abschnitt davon. Hier hinten haben wir schon den Strandabschnitt, wo ich gerne ja, so Hotelanlagen, Casinos etc. Bauen möchte. Und was ich auch noch mache. Wir haben jetzt erstmal diese eine Kachel hier mit Autobahnverbindung. Weil ohne Autobahnverbindung geht gar nichts. Es ist einfach so. Das erste, was wir machen müssen, sind Straßen ziehen und danach die Wohnhäuser. Und Industriegebiet, Commercials kommen danach. Das Industriegebiet werde ich hier hin verlegen. An diesen Fluss. Und hier auf dieser Seite werde ich die Dörfer anlegen. Hier werde ich nochmal ein paar Brücken rüberziehen zu den Hochhäusern. Also hier hinten machen wir erstmal dann die Hochhäuser, genau. Würde ich so sagen. So, wir fangen jetzt auch an. Ich muss auch nochmal. Oh, Entschuldigung. Ich muss auch nochmal meinen Timer starten. Nicht, dass wir hier 5 Stunden spielen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Die Straßen, Grundschulen, Polizei etc. Es wird alles natürlich noch freigeschaltet. Und ich hoffe, wir haben jetzt. Ne, haben wir auch gar nicht. Wir haben gar keine. Ach, ich glaube, wir müssen erstmal eine Straße ziehen. Und danach kriegen wir, glaube ich, schon mal den kleinen Kreisverkehr. Wir ziehen jetzt erstmal hier eine Straße lang. So. Und so. Also die Straßen kann man dann auch noch verbessern. Ja, wie es hier auch steht. Straße verbessern, wenn man jetzt zum Beispiel. Was haben wir hier? Vierspurige Straße. Ne, die brauchen wir erstmal nicht. Was ist? Sechsspurige Einbahnstraße. Ja, hier, wie ihr seht, man kann die dann auch noch verändern, die Straße. Und vielleicht haben wir jetzt schon den Kreisverkehr. Schauen wir. Ah ja, genau. Perfekt. Kreisverkehr ist wirklich extrem wichtig, damit keine Staus entstehen. Und das machen wir jetzt euch auch gleich mal. Machen wir das so? Nee, oh. So nicht. So, so. Sieht gut aus. Machen wir den Abschnitt hier mal weg. So. Machen wir das mal wieder weg hier. Machen wir normale. So und so. Perfekt. Dann führt dann diese Straße zu den zum Industriegebiet und die Straße zur kleinen Stadt, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das mal. Wir machen jetzt mal, also wir brauchen jetzt mal Häuser. Wir machen jetzt mal die Häuser hier fertig. Wir ziehen hier nochmal einmal so lang und dann mit einer Abfahrt. Dann können wir auch mal hier freie Straßen vor. Okay. Ah ja, das ist gut. Machen wir das mal so. Zack. Und zack. Ich möchte noch eins sagen, dass ich nicht gerne im Netz baue, also so wie es, wie man es aus Amerika halt kennt. Diese ganzen Straßennetze, wie man sagt, diese Kacheln, die werde ich nicht bauen. Ich baue eher gern geschwungen, kurvig und so. Das finde ich auch viel schöner. Außer das Industriegebiet, das könnte man so machen. Aber so die Wohnorte werde ich auf jeden Fall geschwungen machen. So.
So, das reicht erstmal. Denn wir haben auch nicht so viel Geld. Wir haben hier keine begrenzte Geldanzahl. Das kann man natürlich einstellen, wollte ich aber nicht. Ist irgendwie langweilig. Ich ziehe jetzt erstmal die Straße hier lang für das Industriegebiet. Ist das gerade? Ja, so ist gerade. Okay. So. Und. So. Machen wir jetzt mal. Nee. Wir machen gleich mal so eine vierspurige. Die sind noch teuer, ne? Fünf. Machen wir mal. Egal, machen wir mal. Machen wir jetzt mal. Machen wir das. So machen wir das. Alles klar, das reicht erstmal. Strom. Kohlekraftwerk. Unterhalt 560, kosten 19.000. War mir persönlich zu viel. Ich habe mir gedacht, dass man das auch irgendwie anders lösen kann. Deswegen habe ich mir hier so eine Tesla Power Plant runtergeladen. Kostet nur 1.000 und kostet nur 12 im Unterhalt. Also perfekt. Die werde ich gleich mal hier anbauen. So. Und dann auch ganz wichtig, Wasser. Wasser einmal hier und Abfluss machen wir die ganze Schitte hier hin. So. So und dann am besten unter der Straße die Abflussdinger, Abflussrohre, Abflussdinger auch gut. Abflussrohre ziehen. Ich werde jetzt aber hier einmal langziehen wegen den Häusern. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Machen wir das jetzt. Achso, mal so. Mal. Ist ja wenig gerade, oder? Jetzt. So. So. Ja, weil es geschwungen ist, denke ich mal, ist das noch so okay. Ich habe noch 15.000. Okay, so. Und machen wir so. Machen wir so. So. Alles klar, jetzt bauen wir erstmal die Häuser. Ach, machen wir erstmal Play. Und spulen vor. Und dann sollen sie hier mal Häuser bauen. So, und dann ziehen wir auch, weil die ja Strom bauen, ziehen wir hier nochmal Strommasten lang. So und so. Ich hoffe, das geht. Ist er hier noch dran? Gucken wir mal. Ah, natürlich nicht. Machen wir so. Jetzt geht's. Ja. Okay. Lassen wir es mal so. So, die Einnahmen sind im roten Bereich. Das wird sich aber hoffentlich gleich ändern. Aber man kann. Ach, gering besiedeltes Gewerbegebiet. Ja, das können wir doch mal schon mal anmachen. So. Das machen wir mal hier rein. Hier. So. Kann ich schon mal einkaufen? Dann die paar Häuser hauen wir hier noch hin. So. So, es sieht alles noch ein bisschen wirr aus. Entschuldigung. Das kommt aber alles noch nach der Zeit. Oh, jetzt wollen die hier schon Industriegebiete. Ja, das ist doch super. Achso, Abwasser. Habe ich das nicht verbunden? Oh, der hat keinen Strom. Dann ziehen wir da nochmal Strom ein. So. Alles klar. Dann fließt auch die. Ja, ab. So. Industriegebiet. Zack. Oder ein bisschen mehr. So. So. Twitter hier brauchen wir nicht. Industrie, jetzt braucht wäre so viel haben. Dann komme ich hier nochmal eine Straße hin. Wir sind immer noch im Minusbereich. Das ist nicht schön. Ich hoffe, das geht gleich weg. So. Und machen wir jetzt mal die. Gehen jetzt mal aufs Ganze. Wir machen mal kurz Stopp. Und dann. Hallo? Geht das hier weg? So. Bauen wir mal ein bisschen ein Industriegebiet. So und so. Und dann hoffe ich, dass Strom.
bis der Strom reicht. So. So. Also, ich hoffe, wir sind gleich im Plus. Wo hier sind wir Häuser hin? Ja, auch nochmal. Also, wie gesagt, auch Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, ganzen Krankenhäuser hört sich auch gut an. Krankenhäuser etc. wird alles noch freigeschaltet. Ich hoffe erstmal, dass wir hier aus dem Minus rauskommen. Wöchentliche Einnahmen. Ja, komm, wir brauchen noch mehr Häuser. Bauen wir, weil wir hier aus dem Minus raus wollen. So. Ah, da sind wir jetzt im Plus. Perfekt. So, der Anfang ist gemacht. Das ist schon mal super. Wir werden hier auch nochmal eine Auffahrt machen, damit ich hier vernünftig rauskomme, damit hier kein Stau entsteht. Das machen wir dann mal hier so. Hm? Achso, ich habe kein Geld. Haha. Jetzt weiß man laufen. Ich kann es nicht einfach so laufen lassen, weil ich Geld brauche. Ich brauche Geld. Machen wir mal hier Industriegebiet an. Einkaufsläden kann ich nur bauen. Eine Straße. Wir brauchen eine Straße. Jetzt machen wir mal so. So machen wir die. Ja. Das will noch nicht so wirklich. So. Also die Straße werde ich hier auf jeden Fall nochmal weiterführen, die hier von der Autobahn kommt. Aber wir brauchen erstmal Geld. Ohne Geld geht gar nichts. Bestimmt auch gleich Abwasser. Sonst streichen die hier gleich wieder rum. Mal so, mal so. Das reicht noch. Perfekt. Sieht doch schon ganz schick aus, oder? Ah, was war denn da? Kleiner Weiler. Okay. Neue Futures. Steuern, Darlehen. Neue Dienstleistungen, Müll, Gesundheitswesen, Bildung, perfekt, neue Gebäude, Grundschule, Mülldeponie, Arztpraxis, Japan Style Elementary School. Oho, alles klar. Das werde ich wohl runtergeladen haben. Also ich habe ein paar Mods runtergeladen, Häuser, sowas wie Casinos, Hotels und so weiter für den Strandabschnitt, weil ich das gerne so in, ja, Urlaubsfeeling gestalten möchte. Aber das kommt natürlich erstmal alles später. So, Grundschule und so haben wir, das ist perfekt. Das läuft. Achso, das läuft gerade langsam. Müll. Müll ist ganz wichtig. Aber wir brauchen erstmal wieder Straßen, ne? Mensch. Häuser. Machen wir hier nochmal einen hin. Machen wir erstmal so. So. Kommen wir hier noch lang. Ja, perfekt. Zack. Sieht gut aus. So, dann machen wir hier nochmal eine Auffahrt. Geht das so? Ja. Das geht. So, geht sie nämlich hier hoch, da hoch. Also es ist auch ganz wichtig, dass überall Anbindungen sind, weil es wird noch der Horror. Es wird bestimmt auch hier noch der Horror werden. Mit den Staus. Also das ist echt so voll das Problem. Da muss man wirklich auf alles achten. Und gerade auf diese Einfahrten, Ausfahrten. Ganz schlimm. Ihr werdet es noch sehen. Aber wir versuchen es zu umgehen. Bestmöglichst. So. Machen wir es mal weiter. So. Jetzt haben
wir auch Geld bekommen. Jetzt haben wir 17.000 und 1000, über 1000, ja, sagen wir mal Euro im Plus mit den Einnahmen. Das ist natürlich auch sehr gut. Und Kreisverkehr. Ich vergesse wieder den Kreisverkehr. Den machen wir jetzt mal runter. Machen wir hier einen rein. Das ist doch auch doof, oder? Ich muss doch gleich hier ran. So. So machen wir das, genau. Und den machen wir. Oh, naja. Naja. Es geht. Lassen wir es erstmal so. Mülldeponie wollen die. Ja, Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Was haben wir denn jetzt hier? Mülldeponie. Kapazität. Oh Gott, was ist das? 8 Millionen? Ja, kommt hin, ne? 8 Millionen. Müllwagenkapazität 15. Verarbeitungsleistung 0. Pro Woche Auslastung 0. 0, 0, 0. So, da. Jetzt hakt es hier irgendwie. Was machen wir denn da jetzt? Naja, ich denke mal, die Mülldeponie werden wir in der nächsten Folge machen. Wir möchten hier auch nichts überschreiten und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!